Herzlich willkommen zu DOS, die Online-Show, wie immer bei mir im Fernseher, Timmy O'Sheep. Hallo John. Was gibt's Neues, Timmy? Ich habe in der Bild-Zeitung gelesen, dass Angela Merkel nicht mehr zurücktreten kann. Wieso? Also hat sie eine politische Rede gehalten, oder? Nein, aber sie ist am Knie operiert worden und das heißt ja jetzt, da tut jeder Tritt sehr weh. Vielen Dank, Timmy. Kommen wir zu Angela Merkels Adjutanten Guido Westerwelle, unser Außenminister. Und der Chef von der stärksten der kleinen Parteien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ja, also neben der NPD. Guido Westerwelle lässt sich sehr gerne mit wichtigen Menschen ablichten und nach den Treffen sind diese Menschen meistens gar nicht mehr so wichtig wie vorher. Wir vermuten, dass dahinter ein Fluch steckt. Guido Westerwelles Handdruck ist verflucht und wir haben ein paar Beispiele rausgesucht. Muammar al-Gaddafi, Präsident von Libyen, tief gefallen und politisch stark unter Beschuss. Timmy, hast du schon das Neueste aus Libyen gehört? Ja, der libysche Außenminister und der engste Vertraute von Gaddafi ist das ja auch. Der ist ja jetzt nach Großbritannien geflogen und wollte da Verhandlungen führen mit der britischen Regierung. Ja. Machte einen auf Rudolf Hess. Angela Merkel, unser nächstes Beispiel. Rücktritt erst einmal vertagt. Ja, ist ja am Knie operiert worden, kann nicht mehr auftreten. Aber mal sehen, wie lange es noch hält. Timmy O'Sheep, also eigentlich kannst du gar nicht mehr tiefer fallen, du bist ja schon bei DOS, die Online-Show. Vielleicht könntest du ja zur Netshow wechseln oder Tassen einpacken bei Rob Vegas. Naja, und der Fall des Jürgen Möllemann. Wie geil ist DOS denn? Das Trainerkarussell in der deutschen Bundesliga dreht sich ohne Ende. Die Bayern entlassen zum Saisonende ihren Trainer Louis van Gaal. Nachfolger wird Jupp Heynckes, der kommt aus Leverkusen. Und Leverkusen braucht ja auch einen neuen Trainer. Die haben sich in Freiburg bedient mit Robin Dutt. Ja, und wer geht dann zu Freiburg? Ab 1. Juli 2011 Markus Sorg. Wer ist Markus Sorg? Kenne ich auch nicht. Dann kannst du es ja gleich machen, du bist ja auch unbekannt. Gar keine schlechte Idee. Ich hätte ja auch Zeit ab Sommer. Ja, den Jogi Löw in Freiburg machen, finde ich super. Ja, genau. Und dann mache ich Jürgen Klinsmann, dann machen wir es wie die deutsche Nationalmannschaft. Du bist ja mein Assistenztrainer. Ja, dann bewerben wir uns doch einfach mal beim SC Freiburg und hoffen, dass die dann ihren neuen Trainer absägen, bevor er überhaupt im Amt ist. Ich bräuchte jetzt noch die Adresse. Da kommt sie schon. Vielen Dank, Justin. Sportclub Freiburg, Schwarzwaldstraße, hast du nicht gesehen? Freiburg. So, wie fangen wir denn das Bewerbungsschreiben an? Mit der Anrede, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mit großem Bedauern. Vielleicht mit großem Besorgnis wegen Markus Sorg. Markus Sorg, ja. Mit großer Besorgnis erfuhren wir aus den Medien, dass sie mit Markus Sorg einen unbekannten Trainer verpflichtet haben. Untalentierten Trainer vielleicht? Beides, unbekannt, ja. Untalentiert. Wie spannen wir jetzt den Bogen zu uns? Unbekannt und untalentiert sind wir auch. Doppelt, weil wir sind zu zweit, genau. Auch wir sind unbekannt, können daher die gleichen Qualifikationen aufweisen. Sogar doppelt, Punkt. Jetzt würde ich noch eine persönliche Note reinbringen. Wir spielen gut und gerne Fußball. Zumindest auf der Konsole. Ja, und schauen auch regelmäßig Sportschau. Ich habe auch ein Sky-Abo. Perfekt. Weil im Stadion müssen wir ja dann auch live gucken und dann haben wir schon mal super Voraussetzungen. Und der Kollege hat Sky. Mit welchen Erfolgen können die rechnen, wenn sie uns nehmen? Freiburg hat ja in den letzten Jahren immer nur so um Klassenerhalt gekämpft. Ne? Da müssen wir ganz deutlich die Ziele höher setzen. Also Champions League. Auf jeden Fall. Ja. Oder Champions League. SC Freiburg muss Champions League spielen. Ausrufezeichen. 3. Stück. So, das ist so eine Parole, dann nehmen die uns. Im Anhang finden sie unsere doppelten Panini-Bildchen. Das ist gut, vielleicht kriegen wir dann doppelte zurück, die wir noch nicht haben. Genau. Hochachtungsvoll John Bongiorno und Assistenztrainer Timmy O'Sheep. Gut, dann schauen wir einfach mal in der nächsten Folge, ob sich der SC Freiburg bei uns zurückgemeldet hat. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Das war DOS, die Online-Show für heute. Hallo? YouTube Deutschland. Timmy, die wollen uns irgendeinen Pro-Account andichten. Heißt es
Ich muss mich dann immer vor der Kamera schminken und so Werbeprodukte in die Kamera halten. Ja, und vermutlich müssen wir dann immer, bitte abonniert uns und schreibt uns irgendwelche Kommentare drunter, dann freuen wir uns total. Nee, sag das ab. Nee, ne? Ja. Nee, tut mir leid, da machen wir nicht mit, wir machen das wie die Netshow. Schönen Abend. Tschüss.